Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 154 des Let's Play Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy. Wir stehen in Alftan vor dem Dwemer-Mechanismus, den wir jetzt hoffentlich aktivieren können. Und sind auf der Suche, ja im Prinzip nach der Schriftrolle der Alten. Ja, die Kugel. Die Kugel. Sehr, sehr cool. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich hier schon ewig viel Zeit verbracht und versuchte irgendwie weiterzukommen. Und es ging einfach nicht, weil uns noch was fehlte. Schwarzweite, da haben wir es. So, jetzt würde ich tatsächlich mal ins Schleichen wechseln. Denn die Gegner in... Ach du mein Schreck. Ach du mein Schreck. Wow. Wow. Das ist krass. So, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass die Gegner in den Dwemer-Ruinen eigentlich in der Regel ziemlich tough waren. Da hinten dampft was. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da mit der fetten Armbrust draufschießen können, oder? Ich probier's mal. Naja, hat sich eigentlich jetzt nichts getan. Okay, okay. Dann schauen wir uns hier mal um. Ja, das wird wieder... Ja, genau. So hatte ich mir das vorgestellt. Wir müssen aber auf jeden Fall den Bogen aufladen. Und ein bisschen Ladung hat er noch. Ah, nee, warten wollte ich jetzt nicht. So. Also ich glaube fast, wir sind einfach mal deutlich stärker geworden seit dem letzten Mal. Da hatten wir nämlich größere Probleme mit denen. So, das Feldlabor. Ich nehme sie mal mit, was immer das heißen mag. Puh, sakraler orkischer Bogen. Muss ich wohl auch mitnehmen. Auch wenn der schwächer ist als unserer und auch noch nicht mal besonders viel wert ist. Einen sakralen orkischen Bogen kann ich nicht liegen lassen. Aha, das Feldtagebuch. Das müssen wir wohl lesen. Ist denn nicht auch jetzt irgendwas mit S? Oder habe ich mir das jetzt falsch gemerkt? Nee, Sinderions Feldtagebuch. Zurück zu den Wurzeln. Purpurne Nirnwurz, alles klar. Also, vierte Ära, 58. zweite Saat Midas. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, das Geheimnis der Nirnwurz zu lüften und trotzdem bin ich mit meinem Ergebnis unzufrieden. Das durchdringende Geräusch dieses seltsamen Krauts verfolgt mich. Es treibt mich an,
das Geheimnis der Pflanze zu lüften. Selbst als ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich. Selbst als ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich auf die Suche. Ach so, ja. Also als ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich auf die Suche ging und mir 100 Nirnwurze brachte, konnte ich nur ein mittelmäßiges alchemistisches Ergebnis erzielen. Aber das hat meinen Hunger nach der Lösung des Rätsels lediglich verstärkt. Erst über 50 Jahre später wurde mein Gebet erhört und hat seinen Weg in die Werkstatt im Keller der Herberge zur Westebene gefunden. Als erstes vernahm ich einen vertrauten Ton. Das unvergleichliche Summen der Nirnwurz. Als ich mich umdrehte, schlug mir das Herz höher und ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Das war eine Nirnwurz, aber von einer Art, die ich noch nie gesehen hatte. Die Pflanze besaß unterschiedliche Rotschattierungen. Jedes Blatt war mit unzähligen Purpurtönen überzogen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie erstarrt. Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass es so ein einzigartiges Exemplar der Nirnwurz geben könnte. Nach einem unangenehmen Augenblick der Stille war ich in der Lage, dem Reisenden, der mir diesen Schatz gebracht hatte, einige gestammelte Fragen zu stellen. Er sagte, sein Name sei Obeth Arnesian, ein Schatzsucher aus Himmelsrand. Offenbar hatte er ein großes unterirdisches Höhlennetzwerk, die Schwarzweite, erforscht und ist seinen Worten nach dabei auf ein lautes rotes Kraut gestoßen. Da seine Expedition nicht sehr erfolgreich verlief, wollte er die Höhlen nicht mit leeren Händen verlassen und nahm eine purpurne Nirnwurz mit. Er sagte, es hätte eine ganze Weile gedauert, bis er zu mir weiterempfohlen worden sei, und nun hoffe er, dass ich einen guten Preis dafür bezahlen würde. Noch bevor ich mich wieder fassen und weitere Fragen stellen konnte, bot mir Obeth die purpurne Nirnwurz eine Karte mit dem Weg zur Schwarzweite und den seltsamen Schlüssel zu verkaufen, der nötig war, um durch die äußere Verteidigung zu gelangen. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick, bis ich mich entschieden hatte. Obeth verließ Skingrad mit 1000 Septimen mehr im Beutel, aber ich wäre auch bereit gewesen, den zehnfachen Preis alleine für das Kraut zu bezahlen. Nach einem Jahr Vorbereitung war ich in der Lage, meine Dinge zu packen, meine Werkstatt zu verkaufen und nach Himmelsrand aufzubrechen. Bevor ich die Schwarzweite erforschen konnte, wollte ich allerdings erst in großer Abgeschiedenheit ein neues Labor einrichten. Nach meiner Anfrage an der Akademie von Winterfeste, deren Ehrenmitglied ich bin, wurde ich an Afrusa Sareti verwiesen, einer Schülerin der botanischen Alchemie. Sie besaß einen kleinen Hof in der Nähe von Rifton. Im Austausch für mein Wissen über den Anbau der Nirnwurz konnte ich den Sareti-Hof zu meinem Ausgangspunkt für meine Feldforschung nutzen. Ich hielt mein Wissen über die purpurne Nirnwurz vor Afrusa geheim, teilte aber mein übriges Wissen als Dank für ihre Gastfreundschaft mit ihr. Nach einigen Monaten war ich endlich bereit, die Schwarzweite zu betreten. Ich nahm den seltsamen Schlüssel von Obeth und stieg hinab in die Tiefen. Ich wollte genügend purpurne Nirnwurz sammeln, um mein bisher größtes alchemistisches Werk zu schaffen. Ich war mir sicher, dass ich mindestens 30 Pflanzen für den notwendigen Katalysator brauchen würde. Das bringt mich in die Gegenwart zurück. Meine anfängliche Suche wies darauf hin, dass die purpurne Nirnwurz eine ähnliche Vorliebe für Feuchtigkeit wie die Gartenvariante besitzt, aber auch eine Symbiose mit den riesigen Pilzen eingeht, die in der Schwarzweite zu finden sind. Ich vermute, dass die Pilze eine Art Wasserquelle sind, die die Feuchtigkeit der unterirdischen Luft wie ein Schwamm aufsaugen. Somit entsteht die ideale Bedingung für die Nirnwurz. Leider scheint die purpurne Nirnwurz eine wesentlich kürzere Lebensspanne zu besitzen und sie kommt hier unten auch nicht so besonders häufig vor. 30 von ihnen zu sammeln ist eine ziemlich große Herausforderung, doch hoffentlich erlauben mir die Bewohner von Schwarzweite ungehindert, meine Proben zu entnehmen. Puh, ja. Also, das scheint nicht geklappt zu haben, würde ich mal sagen. Die Nachtigallen. Müssen wir natürlich auch noch reingucken. Vielleicht bringt uns dieses Buch irgendwas.
Nee. Ich weiß halt nie, ob man diese Dwemer-Sachen... Ach, die brauchen wir, glaube ich, Eisgeist-Zähne. Ja, cool. Brauchen wir Fliegenpilze? Nee. Blasenpilze? Nee. Okay, davon brauchen wir auch keine. Brauchen wir auch nicht. Das ist wohl die purpurne Nirnwurz. Eine haben wir. Puh, noch ein Buch. Alchemie verbessert. Bestimmt interessant, aber nein, lese ich jetzt nicht. Nirnwurz? Oh, doch, Nirnwurz brauchen wir. Also normale Nirnwurz. Vampirstaub offensichtlich nicht. Okay. Okay. Gut, dann geht's weiter, würde ich sagen. Falmer. Schleicher gegen Schleicher, würde ich sagen. War hier nicht noch ein Pfeil runter? Nee. Oh, was? Was war das denn jetzt? Das ist ein Gegner, ja. Da habe ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet. Oh Gott. Der ist aber ein bisschen arg beweglich. Scheint noch einer zu sein. Oder es ist was anderes, ich weiß es nicht. Nicht vier. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, ich bin bald schon wieder überladen. Wo waren wir denn jetzt? Eigentlich nicht dort. Hier. Das ist nämlich auch noch eine Nirnwurz. Maschinen. War eigentlich nichts weiter von Interesse, aber da war gerade noch mal das Geräusch. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist doch der Nirnwurz-Sound, oder? Nirnwurz Sound.
Hätte ich jetzt aber gedacht, dass ich hier noch eine finde. Das schon so versteckt ist. Naja. Da kommt er wieder. Vielleicht ist es auch gar nicht der Sound, ich weiß es nicht. Ich auch einfach dem Wahnsinn anheim. Okay, also hier müssen wir wohl questmäßig rein. Dann schauen wir doch mal. Eieiei, das sieht schwer nach einer Maschine aus. Ganz schwer nach einer Maschine aus, aber ich weiß nicht, was wir hier machen können. Hier ist ein Zahnrad. Können wir aber nichts anstellen, einstellen. Ah, da. Aktivieren Schalter. Den habe ich leider erst recht spät gesehen. Das sieht spacig aus. Nein! Ich will nicht nach Himmelsrand. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Achso, ja gut. Wir haben draußen natürlich auch noch Quests zu erledigen. Das ist vollkommen korrekt. Erstmal haben wir hier ein offensichtlich ziemlich riesiges Gebiet vor uns. Mal gerade ausprobieren, ob mir hier die Nachtsicht irgendwas bringt. Ah, nicht so wirklich. Jetzt keinen sonderlich positiven Effekt. Da ist noch eine Nirnwurz. Einfach nur ein Durchgang. Hm.
alles einfach nur vollkommen abgefahren hier. Hier nicht irgendwo runter. Das ist im Prinzip ein Wachturm, würde ich sagen. Von diesem Chitin sollte ich eigentlich auch nicht zu viel mitnehmen. Dafür wiegt es einfach zu viel. Oh oh. Ich wette, damit aktivieren wir den. Ich speichere mal. So, als hätte ich es nicht gewusst. Ah, jetzt kommen direkt mehrere Gegner. Ebenerzpfeil. Holla die Waldfee. Okay, das hat sich gelohnt. Weil das sind meine ganzen Dwemer-Pfeile dadurch weg. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Es waren eigentlich noch zwei Gegner zu sehen gerade. Die sind jetzt wieder verschollen. Diese Nirnwurz-Aufgabe ist auch so eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, sich da jetzt zu sehr drauf zu konzentrieren. Was? Noch einer? Ich sehe ihn nicht. Menschliches Herz, nein, danke. Kein Interesse. Ist eindeutig wieder der Sound hier. Hier muss eigentlich irgendwo eine Nirnwurz sein. Ich meine, das ist eigentlich ganz cool, finde ich, ne? Mit dem, sagen wir einfach mal auf Neudeutsch, Audio-Cue, der einen dahin führt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es recht aufwendig ist, hier in diesem großen Gebiet 30 Stück davon zu finden. Hier ist es lauter. Es wird wahrscheinlich dann da unten irgendwo sein. Vermute ich mal. Ich sehe jetzt keine.
mir gerade auch mal noch auffällt, kann es sein, dass wir eigentlich unseren Auftrag schon erfüllt haben? Nee, bringe die Schriftrolle in deinen Besitz, okay. Ich mach das mal an, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt die ganzen Locations der Nirrenwurzen erhalte. Geodenader, achso ja, keine Spitzhacke. Hier ist zum Beispiel auf jeden Fall noch eine. Sie ist ganz klar, aber man sieht sie nicht. War jetzt wohl die falsche Richtung. Ist das hier Pillepalle und es gibt gar kein Audio-Cue dafür. Also. Kann natürlich auch sein. Vielleicht sind das jetzt hier wieder irgendwelche Zufälle, die ich miteinander in Verbindung setze. Weil der hat ja halt in seinem Tagebuch auch von den Tönen geschrieben. Insofern hätte ich da jetzt schon einen Zusammenhang erwartet. Ist auch sehr auffällig da oben. Waren wir da nicht vielleicht schon? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube eher nicht. Hier kann man auch nichts tun. Das scheint einfach nur in Anführungszeichen eine Lichtquelle zu sein. Oh. Wow. Doppel-Wow. Ritualplatz. Oder was haben wir hier? Kann ich aber nichts tun. Es könnte auch aufgehen hier. Aber keine Griffe, mit denen man irgendetwas tun kann. Kann man sich hinsetzen, da kann man sich hinsetzen. Schwere Rüstung verbessert, großartig. Das ist irgendein Theaterplatz oder ja, halt doch Ritualplatz oder was weiß ich. Ich wollte nicht hier runter, ich will noch oben bleiben. Oh Gott. Ja gut, hier kann man auch so runter gehen. War, aber gab es hier nicht noch irgendwie... Ah, stopp, 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 stopp. Hebel. Okay. Rätsel gelöst, es ist ein Hinrichtungsplatz. Sehr schön. Herrlich. Immerhin bin ich nicht reingelaufen. Sieht alles total purpur hier aus. Hier müsste eigentlich auch so eine Wurz sein. Hätte ich jetzt gedacht, aber... Armeequartiere. Uiuiui. Ui, ui. Sagen, es
sehr stimmungsvoll hier. Vor allen Dingen, wenn Kayo noch solche Geräusche dazu macht. Noch ein Bett. Das war's, ne? Oder gab's hier noch was anderes? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, okay. Dann Gold, ne? Oder? Ist das keine Goldader? Nee. Dann gehen wir wieder raus. Das sieht auch noch interessant aus. Das sieht alles interessant aus hier. Ein Eistroll und ich habe fast Schaden. Das jetzt auch nochmal, weil ich glaube nicht, dass wir Trollfett mitbringen müssen für irgendwen. Da. Sieben Stück haben wir erst. Nicht runterfallen. So, ich habe noch keine Lösung gefunden für mein nicht mehr Zeitbeobachtungs-, also nicht mehr Aufnahmezeitbeobachtungsproblem. Ich würde deshalb an dieser Stelle jetzt hier mal wieder aufhören und mit diesem absolut unwirklichen Ausblick sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald in der Schwarzweite. Macht es gut, ciao.